und das Geheimnis der spanischen Vanille. Mike? Hallo? Was machen Sie da in unserer Küche? Zucker? Hände hoch, Gesicht zur Wand! Simone? Sie hat eine Pistole. Mike? Was wollen Sie von uns? Sugar. Vanille. Mike? Was? Sugar. Vanille. Simone? Vanille? Mike. Ja, Spanisch, Vanilla, diese tropische Orchideengattung. Diese im Boden wurzelnden als Epiphyten lebenden Kletterpflanzen. Sugar sinkt getroffen zu Boden. Paula Dexter. Schade um Sugar, diese Idiotin. Dabei hätte sie wissen müssen, dass Vanillin heute ausschließlich synthetisch aus Guaiacol und Eugenol für die Schokoladengewinnung hergestellt wird. Aber einen Fehler machen sie alle. Aufsichtsrat! Aufsichtsrat! Mit der Parteileitung. Ach so. Mal abgesprochen, dass ich mich zuerst einmal mit ihrem Betrieb vertraut mache. Es ist 7 Uhr. Wird hier gestreikt? Nein, wir arbeiten nur nicht. Ja. Ich werde hier nur. Ja, Dr. Stürmer, es geht nicht. Wir übersteigen sonst die Anzahl der genehmigten Arbeitsunfälle. Ja, wissen Sie denn, was passiert, wenn ich hier versage? Nicht. Sie gehören doch jetzt zu uns. Verkältet. Immer die Arme an einem offenen Fenster. Kein Wunder. Wo ist der Verantwortliche hier? Wer? Der für den Bau Verantwortliche. Na, so einer war ja noch nie hier. Vielleicht mein Sentolier. Ach, den? Der ist auf einer anderen Baustelle. Das ist unglaublich, ich werde mich beschweren. Ganz im Gegenteil, Sie sagt, na? Verdirbst wirklich jeden Witz, Walter. Das ist ja mal wieder super. Ich verderbe jeden Witz. Du verdirbst doch jeden Witz. Lass mich den Witz doch einfach mal zu Ende erzählen. Wenn ich einen Witz anfange, dann werde ich ihn auch zu Ende erzählen. Du hast ihn aber nicht angefangen. Ich habe ihn angefangen. Das ist dir auch ganz egal. Ich will den Witz auf jeden Fall zu Ende erzählen. Und zwar so, dass der Herr Panther eine Freude daran hat. Also, warum haben Sie es mir gleich gesagt? Geboren? 18. Juli 1936. Wohnhaft? Wien 7, Neustadtgasse 119. Partei? Ja, natürlich, Hauspartei. Aber nein, welche Partei gehören Sie an? Ne? ÖVP oder wie die anderen heißt? Ja, ÖVP. Na also, warum haben Sie es nicht gleich? Was sich da tut, Villa, ist nicht mehr schön. Sie braucht sich gar nicht die schönen Augen malen, denn ihre Augen strahlen ultraviolett. Es ist ihr Fett, Villa, wenn jemand köpft, Villa, macht sie die Lampe lila beim lila Bett. Und dann? Schau dich doch im Spiegel an. Und trotzdem hat er kompliziert mit mir. Okay, was stelle ich mich überhaupt noch her mit dir? Ich werde dir gleich dein Gesicht zerkratzen. Merk die Pranzen! Wenn du willst, dass ich dich massakriere. Wenn mir ein Knopf, ich werde langsam alt. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, in der ich noch ein junger Leutnant war, der Kaiser. Bleibt sitzen, Oheim. Ihr seid noch zu schwach. Der Hasso, er war groß, blond und blauäugig. Halt, Oheim! Trinkt ihn nicht! Hasso, mein ungeratener Neffe, den ich des Hauses verwiesen habe! Ungeraten nur durch die Lügen, die jener, mein Bruder, über mich verbreitet hat. Seine Augen blitzten, mit donnernder Stimme prasselte der Hagel des Zorns auf den Bruder hernieder. Ihr solltet, da machte mich solcher Anblick stolz, dass die Besten des griechischen Volkes ausgezogen waren, um mich zu retten. Das ließ ich den jungen Prinzen Paris, meinen Entführer, ja nicht schlecht spüren in direkter Rede und allerlei Anspielung. Und der junge Prinz tat ja auch alles, um sich auf der Höhe eurer bedeutenden Anstrengungen zu behaupten. Alles, was du weißt, ist, weil mein Schatz ein Bäckermeister ist. Oh Gott! Wie konnte ich nur all die Jahre meine Familie mit dem falschen Weißmacher betrügen? Habe ich wirklich alles getan, um meine Familie glücklich zu machen? Um meinen Mann glücklich zu machen? Bett vielleicht? In welchem? War es wirklich? Weiß genug? Eiskalt! Never reaching the end. Letters are written.
never meaning to sell. Beauty had always lived with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Cause I love you. Geht nicht mehr, die ist kaputt. Lass mich fürchterlich erleben. Mit Wasser kriegen wir sie wieder flott. Wenn sie nicht fahren kann, soll sie schwimmen. Der Mai 45.